Und willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, mit drei Mögen. Ja, unser letzter Versuch ist leider fehlgeschlagen, das Baumhäuschen zu bauen. Leider, leider, leider. Deshalb müssen wir uns jetzt irgendwas anderes überlegen, was wir machen. Ich denke, wir werden nochmal etwas die Höhlen unsicher machen. Mich würde nämlich interessieren, was mit den Mutanten passiert ist da unten. Mit diesem merkwürdigen Vagina-Geschöpf. Was damit passiert ist. Ob die jetzt wirklich aggressiv sind und uns anfallen. Achso, und was mich noch interessieren würde. Das machen wir gleich. Wenn wir gegessen haben. Ob wir denn ein Hausboot bauen können. Mittlerweile im Wasser. Ich glaube es zwar nicht. Aber ein Versuch ist es ja wert. Wow. Zack. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht hier so. Nö. Das geht leider noch nicht. Das geht, aber das noch nicht. Schade, schade. Hätte mich gefreut, wenn wir ein Hausboot hätten bauen können. So, aber jetzt ist es erstmal wieder an der Zeit, die Bomben wegzuschmeißen. Nein. Und wir machen erst nochmal einen Molly. Und bevor wir in die Höhle gehen... Hat er denn jetzt immer noch den... Okay. Gut. Dann nimm halt die Axt so, wenn dir das besser gefällt. Bevor wir jetzt in die Höhle gehen, sacken wir hier erst nochmal ein bisschen Flaschen ein. Damit wir noch ein paar Mollys basteln können. Es liegt da. Okay, ein Stein mitten im Wasser. Eine weitere Leich. Das sacken wir alles ein. Hier haben wir sogar noch ein paar Köfferchen. Die können wir auch mal öffnen. Haben wir ein paar Snacks für unterwegs. Und natürlich einen Ball. Den guten alten Ball nicht zu vergessen. Huch. So. Ja, die Folge heute wird wahrscheinlich nicht ganz so lange gehen. Weil ich muss am Wochenende weg und muss jetzt ein bisschen voraufnehmen. Und da ich nur, wie gesagt, begrenzt Platz zur Verfügung habe, muss ich gucken, dass ich das alles unterbekomme. Aber ich denke so 25, 30 Minuten ist eine gute Folgenlänge. Schon lang genug, wie ich finde. Denn normal sind ja 15 Minuten. 15, 20 Minuten, das müsste okay sein. Also mal wieder 20, 25 Minuten, das schickt. Denn wenn man die Folgen zu lang macht, huch, ist es ja dann irgendwann auch nicht mehr so toll, weil man kann das Ganze dann irgendwann auch nicht mehr nachvollziehen und nicht mehr gucken, man hat gar nicht die Zeit dazu und ach. Und Was? Nein, bitte lass die Höhlen nicht. Warum sind denn... Was ist das? Hier, warte mal kurz. Ach, Leute. Das ist nicht wahr, ne? Gut, sie wollten die Höhlen irgendwie fixen, aber... Wir können jetzt... Gut, okay, wir können durch die Decke gucken.
wir nehmen aber wieder... Ach, warte mal. Zack. Ach. Ach. Zack, zack, zack. Da basteln wir uns mal ein paar. Oh, Mann. So. Und dann nehmen wir den wieder. Und jetzt bin ich gespannt auf das Monster, was hier unten ja eigentlich immer noch lauern sollte. Irgendwo. Sind da auch nur Eingeborene? Ich kann es gar nicht erkennen. Und da ploppt es auch schon aus der Decke. Bist du jetzt irgendwie toller, aggressiver? Ja, es sieht so aus. Aber es trifft nicht, ne? Okay, es macht keinen Schaden. Nee. Es sieht so widerlich aus, einfach nur. Hallo? Mami, bist du's? Mama? Mama, okay, jetzt macht's Schaden. Das heißt, wir müssen es verbrennen. Oder auch nicht. Hallo? Gut, man kann es irgendwie nicht abfackeln, so wie das aussieht. Dann müssen wir das Ganze eben mit der Axt erledigen. Vorher fackeln wir uns natürlich nochmal schön ab. Hallo? Ja, das klappt total toll. Man sieht es schon. So toll klappt das. Okay, wir können Schaden machen. Jetzt frage ich mich nur, ob man das Viech auch töten kann. Tatsache, man kann es töten. Und tot sieht es ja fast noch witziger aus als lebendig. Igitt. Da geht hier diese eklige Scharte durch. Okay, man kann sie mittlerweile töten. Das ist zumindest schon mal ein Vorteil. Zack, zack. Hauen wir uns die Rüstung wieder voll. Gut, und die Mollys, ey, die Mollys kann man echt vergessen. Die sind wahrhaft so verbuggt. Bam, auf das Embryo. Auf das alte, schmottrige Embryo hören. Und ich habe das Gefühl, in den Höhlen ist es auch ja, noch dunkler geworden als vorher, ne? Hier sieht man ja wirklich gar nichts mehr. Echt nix. Wirklich nix. Und ich weiß, dass da unten Eingeborene kommen, irgendwo. Aber sie sehen auch viel beschissener aus. Also irgendwie sieht das nicht mehr so toll aus hier. Hep. Hallo? Geht's hier schon wieder raus oder was? Und da oben sehe ich doch schon so eine Glatze leuchten. Kann das sein? Nee. Oh. Einen Strick. Den nehme ich mir gleich hier.
Oh. Warte mal. Was ist das? Was ist das denn? Oh. Die schlafen da. Oder irgend sowas. Sollte hier einfach so rumpennen? Hä? Was passiert hier nur? Was geschieht hier? Warum wird hier alles rot? Gut, ich glaube, es wird wieder Zeit für ein bisschen. Das ist das Witzige. Das ist echt lustig. Okay, die haben hier irgendwas. Oder. Doch, ich glaube, die haben hier gepennt oder so. Aber jetzt haben sie genug gepennt und jetzt können sie auch hier für immer pennen. Denn jetzt heißt es. Zerstückelungszeit. Ach, das war so eine neue alte wieder. So eine neue alte. Mit anderen Haarfarben. Sind die jetzt nämlich ausgestattet. Und natürlich mit variabler Brustgröße. Das größte Feature jetzt im neuen Patch. Und man kann ungelogen nichts mehr sehen hier in den Höhlen. Echt nichts. Wirklich rein. Echt überhaupt rein gar nichts. Und ich kann mich erinnern, dass das vorher nicht so schlimm war, ey. Das ist ja echt. Und man kann ja auch nicht die ganze Zeit die Taschenlampe benutzen. Denn die ist jetzt natürlich rot und geht auch irgendwann leer. Ein Höhlen-Effigy? Hatten wir das schon? Keine Ahnung. Gleich geht die Lampe wahrscheinlich aus. Was ist das? Sticks. Sticks in der Höhle. Okay. Und da wären wir auch schon wieder draußen. Wollen wir noch weiter gucken? Das ist zwar wirklich blöd mit der Taschenlampe, aber ich würde gerne noch weiter gucken. Man sieht richtig, wie sich's verdunkelt, ey. Voll fies. Und durch diese ganzen übertriebenen Reflexionen auch. Sieht man hier nichts. Wirklich nichts. Wir sind aber jetzt nicht neu hier, ne? Okay, man sieht schon, die Taschenlampe ist gleich aus. Und hier hinten ging's ja. Ja, scheiße. Schade, dass man keine Fackeln bauen kann. Weil das Einzige, was ich jetzt hier sehe, ist der Weg. Direkt vor meinen Füßen. Das ist natürlich wirklich cool, der Atmosphäre zuliebe, weil das ist schon wirklich gerade sehr bedrückend, aber ich habe halt echt keinen Plan, wo wir jetzt hinlaufen. Ob wir jetzt wieder den Weg zurücklaufen oder so? Keine Ahnung, hier hängen Zähne an der Wand oder sind das Finger? Das sind Finger. Hallo? Und ich glaube, es könnte.
das hier? Die Höhlenpolizei? Das ist eindeutig die Höhlenpolizei. Ey, wo sind wir? Wo sind wir? Ich sehe ein Licht. Und ich höre Vogelgezwitscher. Aber es geht hier nur weiter runter. Immer tiefer ins Verderben. Das ist... okay. Ja. Und wahrscheinlich sterben wir gleich. Doch nicht? Wo sind wir? Ich kriech mal, dann kann ich... Ach. Licht. 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 Und ein Galgen. Haben wir das jetzt im Inventar? Nö, ne? Ah. Ja. Ja, zu schade, dass man die Batterien nicht irgendwie hier reinpacken kann oder so. Das ist blöd. Aber ich denke, das wird noch kommen. Komm, mach die Funzel an. Steht uns ein Eingeborener vor den Augen. Ich sehe es doch schon kommen. Ich sehe es doch echt schon kommen. Sind wir hier in der Höhle, wo man hinkommt, wenn man stirbt? Nee, wir sind wieder genau zurückgegangen. Okay. Wir sind wieder genau zurückgelaufen. Da wedelt das Vagina-Monster noch mit den Armen. Wie doof ist das denn? Wie scheiße sieht das denn aus? Sieht auch aus, als hätte es Augen, als würde es lachen. Gut, man kann nicht mehr reinhauen. Bescheuert. Das Vagina-Monster. So, aber ich bin dann auch froh, dass wir diese Höhlenexkursion jetzt gerade hinter uns haben, denn es ist doch ganz schön anstrengend. Und ohne Batterien und Taschenlampe möchte man dann doch ungern stundenlang da unten in diesen Höhlen verbringen. Das ist an sich wirklich gut gemacht von den Entwicklern, finde ich cool, dass das auch so finster ist und bedrückend. Nur man hat halt echt keine Lust da stundenlang rumzuhängen. Weil es irgendwann unangenehm wird. Ja, was machen wir? Wir wollten ja noch ein paar Fallen bauen, ne? Obwohl hier ja auch schon seit ewigen Zeiten keiner mehr vorbeigeschaut hat. Giftig? Nein. Da hinten sind auch noch welche. Weil dann würde ich sagen, bauen wir einfach hier vorgezogen auch noch mal ein paar hin. Denn ich würde auch gerne mal sehen, wie so ein Eingeborener hier in diese Happy Birthday Trap reinrennt. Reinrennt. Ich glaube, die musste so... Ach. Oder? Warum muss die denn...
so rum. Wir machen es einfach mal so rum. Wird wahrscheinlich eh falsch sein. Obwohl, nee, könnte richtig sein. So, was brauchen wir noch? Sticks und Loks. Sticks. Dann fällen wir hier mal ein. Oder mehrere am besten gleich. Und dann bauen wir hier nochmal ein paar Fallen hin. Zack, zack. Und Baumfeld Nummer 1. Den hier. Huch. Pling. Und währenddessen hören wir Musik. Ding, 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 ding. Vielleicht lockt das ja mal ein paar Einwohner an. Damit wir hier ein bisschen Action haben. Ich glaube, der war allerdings nur für Sticks, ne? Didim. 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 Da macht das Hacken gleich doppelt so viel Spaß. Und er gibt Sticks, ne? Ja. Gut, soll mir recht sein. Didim, 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 didim. Ach, können wir eigentlich auch gleich hinbauen. Köpfe haben wir keine neuen? Nein. Stick, stick, stick. Zack, zack, und damit ist sie fertig. Ja, sie geht nach da. Also nach. Aber weißt du was? Bauen wir hier oben gleich noch eine hin. Vielleicht mal so eine. So. Die brauchen nur drei. Und noch Sticks. Da haben wir auch noch einen. So, zwei Baumstämme noch. Nehmen wir die Sticks auch gleich wieder mit. Ding, 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 ding. Mein Gott, was gibt's hier viele Beeren, ey. Irgendwie ist das nur die Ruhe vor dem Sturm oder sind wir hier sicher? I don't know, I don't know. So, wollen wir noch eine bauen? Komm, bauen wir hier noch eine. Nochmal eine Birthday Trap. Rüstung. Rennt weg. Oh, Doppelrüstung. Nein. Nein. Er ist in den Stein geflüchtet. Verdammt. Nein, doch nicht. Ugh. Komm her, du Schlingel. So, brauchen wir wieder ganz, ganz viele Sticks. Nehmen wir uns gerade den hier mal. Lohnt sich zwar, glaube ich, kaum den zu fällen für die drei Sticks, die wir auch hier auf dem Boden aufsammeln könnten. Naja, weg ist weg. Haben wir hier ein bisschen Platz geschaffen.
Zack, zack. So. Und die noch. Haben wir die Sticks schon bald wieder? Entfernen wir jetzt nochmal ein paar Bäume. Falls der 4 spendet, dann müsste der eigentlich schon reichen. Der trifft irgendwie nur noch bei jedem zweiten Schlag. Nee, jetzt geht's. Das war ein bisschen komisch eben. Weil ab und zu trifft er irgendwie nicht. Oh. Und von wegen die Kollegen finden uns hier nicht. Aber die Kollegen interessiert das gar nicht, oder doch? Nee, sie rennen weg. Okay. Dann geht halt. Soll mir recht sein. Dann haben wir weniger zu befürchten. Aber ich hätte doch gerne jetzt die Loks, die hier eben noch irgendwo eigentlich hingefallen sein müssten. Nach oben natürlich. Zack, zack, zack. Haben wir noch eine fertig? Und dann sollen die Kollegen doch nur mal versuchen, hierher zu kommen. Falls diese Fallen denn überhaupt was bringen. Falls die da überhaupt reingehen oder vielleicht interessiert die das ja auch gar nicht. Okay, das Ding hier scheint ausgelöst zu sein. Man kann die aber auch nicht. Warum ist die denn ausgelöst? Durch einen Hasen. Das war jetzt nicht wirklich gerade ein Hase, oder? Der diese Falle ausgelöst hat, aber es scheint so. Man kann die auch nicht wieder zurücksetzen. Gut, zünd mal das Ding mal an, warum auch immer. Wo sind die Kollegen nur hin? Sie sind weg. Oder fressen an ihrem Kollegen? Nein. Sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht kommen sie mit Verstärkung zurück. Aber was geschieht, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Ciao, ciao.